Halbfinale Nummer 1 in der Champions League. RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain. Es war für beide Mannschaften ein extrem harter Weg. Das Viertelfinale wurde auf späte Art und Weise und dramatisch vor allem auch erreicht. Paris mit 2 Last-Minute-Treffern. Leipzig immerhin schlug noch in der 88. Spielminute zu. Paris machte es hier in der ersten Halbzeit aber besser, wenngleich richtig große Möglichkeiten doch weitestgehend ausblieben. Das war ein Freistoß aus dem Halbfeld, den Neymar Jr. aber komplett verrissen hatte. Vielleicht klappt es besser mit einer Standardsituation. Neymar legt sich den Ball rechts außen hin. Leimer dazwischen, aber nicht komplett geklärt. 29. Peter Gulaschi muss eingreifen, ohne große Probleme kann er den Ball dann parieren. Wäre vermutlich sowieso vorbeigegangen, trotzdem wichtig für den Ungarn, dass er sich hier Selbstvertrauen holt gegen den Elfmeter von Joao Felix. Im Viertelfinale war er einfach machtlos. Der erste Durchgang von den roten Bullen nach vorne nahezu gar nicht geführt, einfach nur auf die Defensive konzentriert, aber PSG tat sich auch extrem schwer damit. Jetzt nochmal eine Standardsituation. Ansonsten kam hier nicht viel auf, immerhin nochmal ein Kopfball. Auch hier wird es nicht wirklich gefährlich für das Gehäuse von Leipzig. Das 0:0 war dann unter dem Strich ein glimpfliches Ergebnis für die deutsche Vertretung und das musste im zweiten Durchgang deutlich besser werden und sie probierten es über Standardsituation. Die Möglichkeit war durchaus da. Marcel Halstenberg fast von der Mittellinie. Weiterschlag. Paulsen per Kopf. Und was ist das für ein Tor? 53. Spielminute. Das 1:0 für Leipzig. Sergio Rico, der den verletzten Navas ersetzte, sieht nicht gut aus. Das war mal ein Ausrufezeichen. Leipzig richtig effektiv. Nächster Angriff rollt. Paulsen und Olmo. 2:0, 58. Minute. Was für eine zweite Hälfte. Der Auftakt hätte nicht besser laufen können. Keine Viertelstunde gespielt. Und die Nagelsmann-Elf führte mit 2:0. Und jetzt ergaben sich Räume für Paris. Lief die Zeit davon. Sie können spät zuschlagen, aber jetzt 2 Tore aufzuholen, schwierige Sache. 77. Diesmal kann sich Sergio Rico im Tor beweisen. Das 3:0 kann er hier noch verhindern. Aber wie gesagt, die Zeit wurde knapper und sie wurde richtig knapp. Noch einmal Leipzig mit einer Kontersituation. Wieder Dani Olmo. Legt quer. Paulsen muss es machen. Adams. Auch er dann im zweiten Versuch eher unglücklich. 88. Spielminute, nochmal die Situation zum 3:0, aber es sollte nichts mehr machen. Leipzig geht raus aus dieser Partie mit einem 2:0 nach schwacher erster Hälfte, kommt eine richtige Leistungssteigerung und so verdient man sich dann auch das Finale.